Machen wir mal noch ein paar Du's oder was? Ziehen wir noch ein paar Jungs ab und Mädels. Na klar, ich bin echt auch nochmal, ich bin echt nochmal stark besser geworden. Ich habe hier gerade, also ist ja gerade immer, ich bin jetzt aufgestiegen, ab Montag ist immer dann neue Wochenseason und so. Ich habe jetzt gerade 5 von 6 Ranks gespielt, du musst 20 Ranked spielen, um dich einzuranken. Und ich habe von 6 Spielen 5 gewonnen. Und das ging echt stark. Träger, ist das immer 1v1 oder was? Ja, 1v1. Let's go, lass noch ein paar Runden drehen. Geil, Junge, freut mich. Du musst ein bisschen chillen. Na, auf Late noch mal kurz. Bruder, man muss ja auch noch mal eine Runde Geogesser wegzocken auf Late. So, was haben wir hier? Das ist Kirgisistan. Das ist das Land hier. Okay, dann geh ich da direkt auch mal. Okay, ich bin noch gar nicht am Start, Bro. Ich vertraue dir einfach. Ja, das liegt wahrscheinlich an dem Auto. Wir haben Kirillisch, dazu das Auto mit diesen Querstangen. Oh mein Gott, what the fuck. Bro, wir haben gewonnen. Ja, what passt. The fuck, Alter? Holy shit. Macht Spaß, oder? Digga, holy shit. Es gab ein Update, es gibt jetzt Kasachstan im Spiel. Oh shit, okay. Das müsste hier auf diesem Schild neben uns, das sieht für mich nach... Schrift sieht für mich nach Sri Lanka aus. Kannst das kann ich nicht sagen, also auf jeden Fall nicht thailändisch, so viel kann ich schon mal tellen. Es müsste Sri Lanka sein, Schrift sagt mir sehr zu, aber... Oder ich werde ja komplett gecarried, what the fuck. Ich fahr mal ein Stück, ob ich was finde. Oder willst du direkt einloggen? Ich würde eigentlich sagen, das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Soll ich dann vielleicht woanders hingehen, Bro? Würde dir vielleicht empfehlen, dass du ein bisschen woanders in Sri Lanka hingehst. Geh vielleicht in den Norden. Ich bin jetzt so mehr um die Hauptstadt. Hab ich gemacht. Könnte. Vielleicht kann es auch in Indien sein, aber... Kann in Indien sein, aber dann... Was spricht man für eine Sprache in Sri Lanka, Digga? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall so eine Schrift, die sehr rund ist. Ja, wir sind trotzdem gut. Okay, ist Bengaluru. Haben gewonnen. GG's. Easy, flawless express victory, Digga, holy shit. Ich hab irgend so ein Uprank bekommen, alright, nächste Runde. Boah, das wäre mal interessant, wenn du musst auch mal Ranked Solo spielen, Kevin. Wollte ich gerade sagen, hätte ich auch ehrlich mal Bock drauf. Und ich fände Battle Royale als Ranked auch sehr geil. Ich mag den Battle Royale Modus am liebsten. Ist das Japan? Nee, das müsste koreanisch sein. Ah, okay, das kann auch sein. Das ist auf jeden Fall super, okay, ja. dann ich gehe so ein bisschen, Norden. Ich gehe hier so rein. Jo, und ich gehe ein bisschen... hier rein. Halt schwarzes Auto und Rechtsverkehr und du siehst auch diese schwarz-gelbe Streifen an den Laternenmasten, in diesem Diagonal zum Boden gehen, dann sind die Südkorea. Sag nochmal. Wenn das Auto war schwarz und in Südkorea hast du Rechtsverkehr, in Japan hast du zum Beispiel Linksverkehr. Okay. Guck mal, jetzt allein nur, weil uns ein Polizeiauto verfolgt. Siehst du den Toyota? Ja. Deswegen muss es Nigeria sein. Bro, what deswegen gehe ich nach Lagos, du gehst nach Abuja, in die Hauptstadt. Bro, what the fuck, Alter? Das ist so viel Meta-Shit einfach. Ja, das ist aber wenig. Das ist, also es gibt wenig solche Länder, die so also super easy sind. Okay, scheiße haben die trotzdem, aber boah, wohl, na gut, 81 ist nicht so wild. Abuja klingt wie so eine Ninjago-Attacke. Ich habe Ninjago leider nicht geguckt, Bro, das war leider nach meiner Zeit. Da war ich schon irgendwie zu alt, als das irgendwie am Start war. So, das hier ist. Wir haben auf jeden Fall kyrillische Buchstaben, Bro. Das wird auch sehr wahrscheinlich. Ja, Russland-Ukraine-Type-Shit. Gibt's Ukraine? Ja. Wir haben eine 8 Ding vorne. Aber, war das nicht Russland sogar? Das Ding ist, was mir ein bisschen zu denken. Digga, was daran, ey? Ich bin halt zu alt einfach. What the fuck, ihr voll Idioten? Weil wir Winter haben. Aber das kann euer 2005-Brain nicht verstehen. Bulgarien hat oft Winter-Coverage, aber es sieht für mich sehr eher nicht nach Bulgarien aus. Scheiße, ich finde mir echt nichts Sinnvolles gerade. Ja, nochmal schwieriger, wenn man die Sprache nicht lesen. Es ist in Russland. Würde ich sagen. Dann lass unseren Classic machen, oder? Nee, würde ich hier nicht machen, weil das Problem ist, ich glaube, wir könnten sehr weit im Osten auch Russland sein. Es sieht auf jeden Fall überräudig aus hier. Das ist, also ich würde einerseits, geh mal so zwischen Moskau und Kasan rein, dass du da mal so ein bisschen... Mhm. Klick mal da rein und dann würde ich dementsprechend... Ich habe schon mal gemacht, geh du für deinen nächsten. Wo gehst du hin? Ja, viel weiter im Osten. Das ist aber sehr riskant. Russland ist das schwierigste Land in Geogesser, weil das so groß ist. Ja, Bro, alle verständlich. Oder es sieht halt auch alles gleich aus, ne? Okay, ja, wir sind näher. War das noch Russland? Ja. Ist das noch Russland? Das ist Russland, das ist Kaukasus. Also das ist hier der Kaukasusgebirge. Alright, jetzt wird's ernst, Bruder, jetzt wird's ernst. Bro, ich bin echt noch nicht so hilfreich gerade, bin ich ehrlich, aber... Alles gut, mein Bestes. Passiert, I guess. Ja. Norkis. Ja, also Südamerika, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe jetzt hier halt, also... Hier ist eine Flagge, Bro. Die ist rot, weiß in der Mitte. Dann, glaube ich, nochmal rot an der rechts. Und in der Mitte ist irgend so ein Ding. Ist das Mexiko? Boah. Ich hab leider Filippo, Alpi... Ich hätte gesagt... Oh, fuck, ich weiß nicht. Ist Peru. Ich gehe irgendwo rein. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Peru, Bro. Ich wollte jetzt einen Joke machen, dass ich Flaggen nicht kenne, aber es ist Peru. Rot, weiß, rot ist... Bro, dann sag doch, Junge, what the fuck? Der deckt einen 15-Sekunden-Timer runter. Ja, aber es war halt klar, dass es Rennen halt Lima sein muss. Es muss die Hauptstadt sein. Das ist so kranke Scheiße schon, ja. Chemnitz, Deutschland. Göttingen, Chemnitz. Es ist irgendwo 90, 60 Kilometer von... Es muss irgendwo in Mitteldeutschland oder Norden sein. Wo ist denn Chemnitz? Sachsen, oder? Magdeburg, Sachsen. Ja, hier. Wir sind ja, so Leipzig-mäßige Nummer. Hier ist die A8. Ich hab die Autobahn. Hier ist die. Hier ist die A38. Okay, dann gehe ich auch. Vielleicht geh mal ein bisschen. Da ist Göttingen. Göttingen ist westlich von mir. Dann gehe ich hier Göttingen. So. Ja, es müssen 200 Kilometer bis Göttingen sein. Das ist zu weit. Du bist zu nah dran. Du musst weiter weg. Ein bisschen weg von mir. Ich gehe dann hier so eher hin. Ja, ist halt basically neben mir. Ja. Easy. Aber war trotzdem näher. Nice. Let's go, nehmen wir. Boah, schön. Wichtige Punkte, Digga. Wichtige Punkte. Heimatland. Let's go. Götti. Okay. Boah, das, Alter. Da würde ich noch wieder den klassischen Kroatien-Call raushauen. Aber es ist, glaube ich, nicht Kroatien. Ich versuche mal ein Stück zu fahren einfach. Boah, Bollard ist Österreich oder Slowenien. Was ist ein Bollard? Ich habe es noch nie gehört. Was bei uns diese schwarz-weißen Dinger sind. Es ist Slowenien, Bro. Slowenien, 100%ig, trust me. Okay, dann Slowenien. Bro, ist nicht da. Geh mal du östlich von mir. Hier so oder Leitfossen. Noch weiter? Noch weiter. So Richtung Maribor. Okay. Nicht in Maribor. Ja, ich check. Oh, was? Montenegro, what the fuck, Alter. Warum warst du dir so sicher, dass es eines der beiden sein muss? Den gibt es in mehreren Ländern. Das war auf jeden Fall kein Österreichisch, deswegen habe ich halt Slowenien gecallt, you know? Based auf deinem Take. Aber easy, scheiß auf. Danke, Chat. Boah, ich war so allergisch auf die Hunde meiner Mom, leider. Die ganze Zeit genießt, ey. Ist es Indien, Bro? Den Call mache. Nein, ist sowas nicht gemeint. Ich wollte es nur sagen. Weil Leute geschrieben haben, dass ich gechoked habe oder so. UNESCO ist ein UNESCO-Kulturerbe, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung, Bro. Ist es Indien? Das Ding ist halt, wir sind zu Fuß unterwegs. Ich glaube, das könnte Pakistan sein. Ich glaube, das könnte Islamabad sein. Ich gehe Indien rein, geh du Pakistan rein. Ja. Zwei Pakistan. Cooler Guess. Warum Pakistan zu Fuß? Sind da nur Sachen zu Fuß oder was? Genau, es gibt halt, also das ist sehr selten. Also zum Beispiel auf Madagaskar gibt es auch nur welche, die zu Fuß lang gelaufen sind. Ich find's geil, dass du sagst, sowas gibt's echt selten. Aber das ist legit, bei jeder Runde ist irgendjemand zu Fuß, irgendwelche Stangen, Bro, ein Polizeiauto hinter uns. Das ist wieder dieses, das ist wieder Kirgisistan, das ist wieder... KS auf jeden Fall, ja. Ja, es ist Bishkek. Bishkek, aber geh mal in eine andere Stadt, geh mal du... Irgendeine andere Stadt, die du weiter weg von mir siehst. Ich danke nicht mal so hier diesen. Ja, ist gut. Was, ich hätte vielleicht weiter rechts gehen sollen. Es sieht irgendwie sehr nass aus, es könnte mehr so weiter östlich noch sein. Checkst du? Ja. Oh mein Gott, Basti! Jungs. Schön, Bruder. Krass, gut runtergezockt, Digga. Gelbe, ja, wollte ich auch gerade sagen, Niederlande, glaube ich. Wir können gerne, wenn du möchtest, noch ein bisschen weiter nach irgendwie genauerer Stadt scannen, aber viele Punkte wird es hier nicht geben, weil es halt ein kleines Land ist. Lass reingehen einfach. Das ist eh erste Runde, die ist eh nicht so viele Punkte. Ja. Ich mach Rotterdam, du machst Amsterdam. Oder? Ja, ich mach Cloud van Damme. Warst du mal in den Niederlande? Kurz, oder ja. In den Niederlanden? Kurz. Also mal so durchgefahrmäßig? Naja, kurz einkaufen, ja. Ja. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Land. Ich finde wirklich nur in Amsterdam leider echt schade, aber da muss ich auch sagen, habe ich erst die Touri-Spots gesehen. Deswegen ist auch ein bisschen mein Fehler, aber ich finde halt alles riecht nach Kiffgras und es nervt mich irgendwie. Also es nervt mich irgendwie dieses Image, dass alle Leute da hinfahren zum Kiffen. Kroatien. Okay, geil. Dann, ein bisschen in die Berge, sowas hier. Soll ich so Zagreb machen oder so? Ja. Oder so Split lieber. Du kannst, geh mal ein bisschen eher in den Süden, genau. Ich geh mal so diesen da, genau. Mich nervt so dieses, dass da alle halt hingehen wegen Weed, weißt du? So, das finde ich irgendwie voll. Halt da auch reduziert wird. Es macht so ein bisschen so, weil, Bro, die Stadt hat so viel mehr als Gras zu bieten. Also wirklich insane viel, Bro. Amsterdam ist so eine geile Stadt. Ja.
Und es geht halt nur darum, ist das, was ist das, Nevada, Baby? Ist das USA? Nee, nee, es ist nicht USA, wir sind auf der Südhalbkugel. Okay. Wegen Sonne im Norden, ne? Ich würde hier ja, eigentlich. Afrika, ja, I guess, maybe? Nee, das auch nicht. Südamerika? Ich kann mich gar nicht einschätzen. Doch, 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 das ist in Südafrika. Das ist ein. Nee. Nee, nee, ich meine nicht in. Also, ich meine einfach Afrika mal, allgemein. Siehst du diese. Diese Strommasten? Das sieht aus, als wenn da super viele Vögel drauf sitzen, ne? Das ist typisch für Südafrika. Ja, das let's go. Steppe, dann ficken wir die. Das ist hier so Steppe, da wo es hell ist. Ich geh so hier hin. Nee, weiter Westen. Ah, weiter Westen? Ja, passt schon. Warum ja, weiter Westen? Das passt schon. Ja, wir sind auf jeden Fall im Trockengebiet. Das ist schon gut. Dein ach so, Team ah, gut. Ich verstehe. Oh! Sorry. Guter Call. Bei der Feder zum Beispiel, die sind nach Australien gegangen. Australien kann gar nicht erst diese gelben Seitenstreifen haben. Australien hast du immer nur weiß. Ist Spanisch oder Portugiesisch, glaube ich? Ich glaube, das ist eine spanische Straße, die N535. Guck mal, ob ich die finde. N535? Ja, in Richtung Gudina. A52 Autobahn. 52? Ja, N52, das ist Spanien zu 100%. Wir können es einfach schnell machen, einer N Norden, einer Süden. N225? Warte mal, ich bin schon weg. N52 war gerade, aber... A52. Ne Quatsch, ist safe so gelaufen. A25? A52. Mann, Digga, die nummerieren dieser scheiß Autobahn so scheiße. Ich hab's auch hier. Hier. Ich geh hier so. Geh mal vielleicht. Ja, ich hätte vielleicht weiter östlich westlich gesollt. Aber. Wie lang ist denn die? Nee, die endet da, Bro. So bad ist nicht. Das denke ich passt. Wir werden weitaus näher sein als die, glaube ich. Jo, ich glaube, der ist gut. Boah! Schön dreckig drauf, Alter. Wie viel? 6 Kilometer entfernt, Bro. 6 Kilometer entfernt, das ist crazy. Geil. Okay, Double Damage. Boah, das gibt mir so Osteuropa. Da war gerade Lolovic oder so. Ich glaube, das ist Tschechien. Ja. Nein, Slowakei. Hier ist so ein U mit so einem Strich nach rechts oben, mit so einem Accent de Gü, glaube ich. Es ist SK, es ist Slowakei. Okay. Ja, let's go dann, rein. Also ich meine, ich habe eine slowakische Domain gesehen. Dann gehe ich Bratislava rein. Ja, das ist so im Norden, aber... Ja, juckt, wir waren näher dran. Nicht crazy viel, aber näher. Nehmen wir mit. Punkte sind Punkte. Dass wir wirklich 4 Guesses in der Slowakei haben und alle sind Fall, also so... ich fahre nach hinten. Oh, das ist ja gar nichts. Alter, what the fuck. Hier sind so richtig viele gelbe Streifen über die ganze Bahn gezogen. Ist das irgendwas, was du weißt? Indonesien, Malaysia. Okay. Es müsste, ich glaube, ein Indo sein. Oder, ja, wobei, nee, doch, es ist ein Malaysia. Okay, let's go. Digga, wo ist Malaysia, Bro? Hier, oder? Ja. Ich stand da gerade. Oh mein Gott, sind wir? Wir sind. Was ist das, Alter? Da? Oh, warte, ich hab was Gutes, Bro. Wir sind Sarawak. Wir sind hier auf, du musst hier. Du gehst jetzt mal hier im Norden, wir sind Sarawak. Das ist der untere Teil dieser Insel. Ja, da gehe ich Kuching. Bisschen weiter nach oben, mehr nach Norden, Richtung Brunei. Hier so? Ja, noch weiter südlich. Bisschen auf der Straße. Boah, crazy call, Bro. Wie hast du es erkannt? Ich stand auf dem Schild. Boah, Digga, what the fuck, Alter, GG. Boah, Alter, what the fuck, Junge, du bist echt krass da drin, Mann. Okay, Mann. Yeah. Das Ding ist, Bro, es hätte mir nicht mal was gebracht, wenn es auf dem verfickten Schild draufgestanden wäre, weil ich das Land noch nie in meinem verfickten Leben gehört habe, Bro, real talk. Ja, das war jetzt wie so halt eigentlich nur ein Bundesland davon. Ah, okay, holy shit. Oh, was ist das? National Commission for irgendwas. Was ist da? Guck mal, jetzt einfach nur vom Vibe, der Boden, der ist für mich, oh mein Gott, das ist in Ghana, das ist wie es in Ghana, Kevin. Ja. Guck mal nach unten auf den Truck, siehst du das Klebeband vorne rechts? Damn. Keine Ahnung, was für ein Klebeband du siehst, Dog, aber... Oder kann das... Ich weiß nicht, wie smart es ist, von mir da hinzugehen, wo du auch bist. Digga, pisst der gerade? Digga, hier pisst einer, what the fuck? Starker Call, Bro, holy shit. Digga, bei mir hat einer das Auto gepisst gerade. Okay. Ganz schön holprig hier. Ich fahr nach hinten. Es schreit eigentlich nach Südafrika. Es gibt mir auf jeden Fall allgemein auch so südliches Afrika. Also jetzt nicht das Land, sondern einfach irgendwo im Süden. Kann es auch Australien sein? Nee, ne?
Wir haben Linksverkehr, also, Linksverkehr. Ja, aber... Ist Südafrika bei Linksverkehr? Ja. Das Ding ist, ich würde aber hier nicht Südafrika unbedingt gehen. Ich würde hier nach Botswana gehen. Siehst du, wie rechts und links dieses Gras so runter gemäht ist? Bruder, er sagt sowas gibt's nicht so oft, Digga. Real Talk bei jedem, Bruder, ist irgendein verficktes Gras. Botswana. Geh mal Südafrika. Ich glaube, Ich geh mal hier so hin, auf safe. Das ist aber jetzt halt wirklich, das ist typisch fürs Land. Kennst dass du das SPD halt so links und rechts so wirklich unter Kahl rasiert ist. Fortnite, GTA 5, wow. Und der Flach ist nicht Botswana sein. Eigentlich sehr cool. Ist es nicht, aber Botswana wäre sehr typisch auch. Wir sind Eswatini. Wow. Real Talk, Basti macht einfach random as calls at this point. Aber ich meine, wir gewinnen, also GG's. Ich habe letztens sehr krass NA trainiert. Ich bin NA wesentlich besser geworden. Wir hatten nicht einen einzigen North America Guess. Jetzt kommt einer, jetzt ist Amerika. GG's, nee. Japan. Ja, ist das nicht irgendwie im Norden oder so? Das kann man auf jeden Fall irgendeiner Region zuordnen, oder? War da nicht irgendwas? Ich meine, da war was, aber vielleicht irre ich mich auch. Du kannst gerne in den Norden gehen. Boah, das sieht so schön aus, oder? Ich finde das... Japan ist ein echt schönes Land. Es sieht so fucking clean aus irgendwie. Na gut, never mind. Wir sind dem NRW-Part von Japan gerade geändert hier bei mir. Ich würde sehr gerne mal sehen, ob wir silberne Streifen haben oder goldene. Weil dann könnte ich ein bisschen einschränken. Was suchst du? Ob wir so gelbe Streifen oder silberne Streifen an den Dings an den Laternen haben. Aber ist egal. Ich würde einfach verteilen in Richtung zentral und einfach einer. Ich würde ehrlich, also. Was sagt dein Gefühl? Welcher Teil von Japan? Bro, mein erster Guess war im Norden. Dann geh in Norden. Also, ich würde so diesen mäßigen hier fühlen irgendwie. Nee, oh, maybe so diesen hier. Maybe so diesen hier. Aber ich gehe hier. Ich kann es gar nicht einschätzen. Es ist nur Bauchgefühl. Es ist schwer. Boah. Ja, nice, Bro. Let's go. Okay, nehmen wir. Ist fein. Aber Tokio ist so eine crazy große Stadt. Ist so krass. Wie viele Leute leben da? Tokio. Boah. 14 Mill, Digga. What the fuck? Bro, imagine, dir ist einfach Berlin schon zu groß und dann ist das einfach so. Was ist das? Mal. Bro, ich kann gar nicht Kopfrechnen. What the fuck, Alter? Mal 5, ja. Ein bisschen weniger. Ja, das ist Indien, Kevin. Allein nur die Kameraqualität ist unfassbar schlecht. Jo. Kann dir aber nicht so genau sagen. Ich würde hier wirklich, wir sind schon Großstadt, aber Indien kann täuschen. Ich würde hier nach Neu-Delhi gehen. Geh du mal ein bisschen südöstlich, südlich von mir. Irgendwo eine Stadt, auf die du Lust hast. Ich gehe für Raipur. Raipur ist der Play. Ah, das war dumm. Das ist mehr so eine größere Stadt, ne? Ja, würde schon sagen. Aber es ist easy. Easy. Ja, juckt. 70 Punkte. Ja. So. Mit den umliegenden über 30 Millionen, Bro. Das ist so krass. Oder keine Ahnung. Ich würde sagen, Europa irgendwo so Ungarn oder sowas. Ja, hau meinetwegen rein. Ich find's, also ich habe zu wenig Zeit. Keine Ahnung, Bro. Das könnte aber auch jetzt gerade Österreich sein. Ich habe nicht gegessen, sorry, es war zu spät. Es war wieder der österreichisch-slowenische Bollard. Aber wir haben nicht so ein Damage genommen, ist fein. Ist auch nicht schlimm. Ja, das Problem war ich... Was passiert, wenn du nicht guessst, wenn beide nicht guessen? Was dann? Over einfach, ne? Nee, also dann ist nicht vorbei, aber... Meinst du? Kriegt man nicht crazy viel Damage dann? Naja, wenn sie halt sehr nah sind, ja. Das ist, Malaysia Mainland. Siehst du den schwarzen Sticker an dem Laternenmast? Das heißt, wir sind hier auf der Halbinsel. Das bedeutet, also geh mal du südlich, geh mal Richtung Kuala Lumpur. Das heißt, wir sind nicht auf einer Insel, wir sind hier auf dieser Halbinsel von Malaysia. Siehst du den schwarzen Sticker? Nein, das Bro, keine Ahnung. Ich sehe nicht mehr, was du meinst. An dem Laternenmast, so ein schwarzer Sticker. Nee, Bro, also ich... das sah aus wie jede andere Lampe, Digga, bei mir. Also vielleicht waren das andere bei dir, als die ich hatte. Also da war sowas schwarz, aber sah jetzt nicht super special aus. Ja, aber das reicht auch aus, der muss gar nicht special sein. Nee, ich glaube, wir meinen andere Sachen, Bro, to be honest. Ich glaube, du hattest eine andere Laterne einfach, aber I don't know. Ist an jeder Laterne dran. Warte, Laterne oder Strommast? Bei mir, das war ein Strommast. Beides sogar eigentlich.
Okay, ich habe einen Strom so. Auf jeden Fall angeguckt. Wir haben auf jeden Fall kyrillische Buchstaben, Bro. Ja, das ist ein... Das gibt mir auf jeden Fall sehr krass Russland mal wieder. Aber so der westliche Teil eher. Siehst du, wenn du das Auto von hinten anguckst, siehst du, dass die Antenne lang ist. Allein deswegen schreit es nach Russland. Aber jetzt hier, warum haben wir hier schwarz-gelbe... Oder er sagt wenig. Real Talk, es ist bei jedem. Das war der größte Cap, der jemals gemacht wurde. Ich habe eine Flagge gefunden, Bro. Blau-weiß... es ist Ukraine, Bro. Ukraine. Hier ist eine ukrainische Flagge. Es ist eine blau-gelbe Flagge. Mhm. An einem Mast oder... An einem Haus. Okay, dann gehen wir Ukraine. Ich gehe so hier, diesen mäßigen. Ich glaube, da hinten ist noch eine Flagge, oder? Was ist das? Ne, ist blaues Auto einfach. Nice, let's go. Wichtig, Junge. Schön. Oh, knackige Punkte. Knackige Punkte nehmen wir. Let's go. Sehr gut. Ach du Scheiße, Bro. Wir sind in den Favelas gespawnt, Bro. What the fuck? Digga, sieht aus wie so eine Counter-Strike-Map. ja, also Südamerika, oder? Das ist ziemlich obvious. Ja. Ist halt sehr, sehr bergig. Ich hab eine Flagge, Bro. Warte. Grüne ja. Flagge mit so weißem Scheiß drauf. Also ich ja. glaube nicht, dass es Brasilien ist, aber ich kann es nicht so ganz, Digga, die ist so eingeknickt, die Scheiße. Ist nicht Brasilien, würde ich sagen. Ja, weiß ich auch nicht vom Land. Ich gehe mal weiter. Hier ist noch eine. Ja, was ist das, Bruder? Ist das irgendeine Bauabsteckung oder so? Junge. Crazy, what the fuck? Warte, ich hab was. Ja. Moment. Ich würde hier... Was hat da? ...mit Kolumbien aktuell gehen. Deadburn. Yo, Latensepp. Ich habe gerade auf YouTube das erste Mal jemanden gesehen, der aber nicht 100% hat, gerekrutt zu werden. Ecuador. Ich gehe nach Quito. Geh du mal ein bisschen südlich. Ja, das passt. Ich gehe mal hier so. Geil, Digga. Da war ein Polizeiauto, Bro. Da stand Ecuador drauf. Let's fucking go. Easy, Bro. Das wird nochmal gut bestätigt. Ich wäre jetzt eigentlich nach Colo reingegangen. Das war ein super Guess. Ja. Passiert manchmal halt, was soll ich sagen? Sehr, sehr mit 5, Bro. Eben, ja, ich hatte keine Autos gesehen, deswegen hat es mich auch verwirrt. Ich weiß, du willst es wahrscheinlich nicht hören, aber das müsste Guatemala sein. Ja, wegen irgendeiner Antenne, Digga, komm, lock ein. Komm, wieder roter Sticker auf der Ampel, Alter. Komm, mach. Lock ein, die Scheiße. Kann aber auch noch was anderes sein. Aber ich bin mir eigentlich sicher. Pinchazzo. Carwash Pinchazzo. Nice. Schön, Bro. Nee, der Gummi, mit dem Gummi wär's Domrep, Leute. Warum, was war da? Also kannst du erklären? Das Auto hatte Querstreben. Bro, ich wünschte, das wär's, gäb's einfach nicht. Ja. Real, ich finde, das ist das ein, also, ich meine, das ist irgendwie auch cool, aber ich find's auch irgendwie, es nervt mich das. Ich check. Das ist einfach, I don't know, Bro, das macht's mir irgendwie kaputt manchmal. Aber die Bollards sind jetzt italienisch oder albanisch? Also Bollards, was heißt das? Die Strommasten? Nee, diese Fahrbahn, diese kleinen halben Dinger, die bei uns schwarz-weiß sind. Ich kann mir nie das deutsche Wort merken. Straßenmarkierung? Nee. Hast du gesagt, italienisch, oder? Leitpfosten. Italien oder Albanien? Ich würde nach Italien, mehr in den Norden gehen. Okay, dann gehe ich mal so eher in den Süden, falls es Albanien ist. Nice. Ah nee, wir sind gar nicht drauf, ne, Moment. Moment, wir haben crazy Damage genommen. San Marino. Quadruple Damage, alright, Bro. Das könnte jetzt unser Over sein, unser Game Over. Ach du Scheiße. Bukaresti. Ja, Bukarest, wir sind in Rumänien. Bukarest ist 3000 Meter von uns entfernt. Das ist, warte mal, wenn wir Richtung Osten fahren, wir müssen... Richtung Osten, dann Richtung Westen, oder? Dann hier so, genau, ja. Dann gehst du hier hin, oder? Ja, Bro, Rita sieht aus wie so Windows-Wallpaper, Bro. No joke. Auf der Seite noch mehr. Oh mein Gott, imagine das hier. Bruder, was? Also, Real Talk! Wer hat diesen scheiß Schild aufgehangen? Das war nur die Ausfahrt, die so weit entfernt war. Okay. Wenn du in der Wüste spunst, die Ausfahrt ist ein Dreck. Nee, war nicht unsere Schuld. Da hat jemand ein falsches Schild aufgehangen. Da können wir nichts für, Bruder. Wir wurden gerobbt. Ja, okay, das ergibt Sinn. Wir wurden gerobbt.
Wenn du in der Wüste spawnst, wieso lockst du dann immer eine Großstadt ein? Der trollt doch. Das mache ich gar nicht, das stimmt überhaupt nicht. Außerdem ist es halt irgendwie super oft so, dass es halt einfach in der Nähe von der Großstadt ist, auch wenn es halt eine Wüste ist oder so. Das ist schon oft so. Die sind schon oft, diese ganzen Sachen sind schon. Ist halt besser Madeira. Hier steht Madeira e Material de Construaso. Okay, dann. Geh drauf. Es ist auf jeden Fall Portugiesisch. São Francisco Colatina. Sieht aber irgendwie nicht aus wie Madeira, oder bin ich dumm? Ich bin hier eigentlich für mich in. Eigentlich in Brasilien. Ja, nimm's mal nicht hundertprozentig. Es sieht mir nicht nach Madeira aus, Bro. Also Madeira, ich kann kein Portugiesisch, aber Madeira heißt ja auch das, irgendwas anderes. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, das sah aus, als könnte es auch irgendwas anderes bedeuten. Das ist auf gar keinen Fall Madeira. Nee, hundertprozentig. Also Bro, bei Gott nicht, das würde ich doch, also ich meine, ich war ja da. Achso. Okay, dann müssen wir nach Brasilien. Ich, jage dich mal ein bisschen in den Norden. Nee, geh mal Norden, bitte. Sorry, ich muss einloggen, Bro, wir haben eine Sekunde. Nee, ja, ist gut. Ich wollte nur ein bisschen mehr abcovern, aber... Digga, Tom Baumann, der allerechte Junge, cooler Skin. Ah, Madeira heißt Holz. Gut, genau, das ist Portugal. Siehst du den gelben Streifen an dem Nummernschild, der rechts ist, wenn du auf dem Auto bist? Ah, ja, Das ist nur in Portugal so. Guck mal, du nördlich von mir. Ja, ich Porto mach ich mal. Ja, wir sind eher ländlich. Okay, guck mal, sowas finde ich wieder cool. Also ich meine, ich weiß es nicht und es ist crazy, dass du das weißt. Coole Arbeit. Aber ich finde, das ist dann so, weißt du, das ist dann so, du weißt halt einfach, wie halt die Autos da aussehen. So, aber wenn dann halt so, ja, hier ist irgendwie, weiß ich nicht, hier guckt irgendwie ein, weiß ich nicht, Digga, hier hat irgendjemand ein Stück Holz rausgehalten aus dem Fenster für 4 Stunden, als die durch Georgien gefahren sind. So, ja, Bro, hä, hey, what the fuck? Ja, auf jeden Fall. Aber GeoGuessr ist halt auch wirklich weitaus mehr als nur wirklich das. Weil es ich weiß. Was es wiederum cool macht, ist, dass man durch so Sachen mit ohne sich bewegen und ohne Panning, Zooming, trotzdem auch, also das macht halt diese Battles noch krasser, ne? Das ist halt wiederum cool. Also es ist halt so die Skill Gap oder wie sagt man so, diese ganzen Sachen, die man lernen kann, sind halt noch krasser. Wir haben eine gelb-rote-grüne Flagge, die so... Nee, warte mal. Ja doch, es kann aber auch von so einer Tankstelle sein. Gibt es irgendwas, was so oben grün, in der Mitte rot und unten gelb ist? Wir sind in Brasilien. Okay. Also das ist außer Frage, weil wir Portugiesisch haben. Einfach nur deswegen schon. Und ich glaube, ich habe gerade auch ein Backsign von hinten. Also ein Schild von hinten ist in Brasilien schwarz, sehr schwarz. Alright. Dann rein in die Masse. Dann gehe ich für diesen hier. Ja, es passt. Kevin sieht aus wie der Typ von South Park. Stark. Wir haben das gerade 4 Leute gleichzeitig reingeschrieben, Bro. Der genau, die sitzen da richtig im Discord, Alter. Ey, Leute, wir müssen ihm das unbedingt sagen, Bro. Bro, ich habe heute eine Collector's Edition von dem neuen South Park Game aufgemacht und die Mütze ist halt von Cartman, Bro. Also, keine Ahnung. Das wäre so, als hätte ich jetzt eine Nike-Jacke an und ihr schreibt sowas rein wie Kevin sieht aus wie der Typ aus der Nike-Werbung. So, Bro, ja, hä? What the fuck? Obvious, halt, hä? Jesus. Mann, ja, Emily, wir haben es gecheckt. Oh mein Gott. Aber geile Chat-Nachricht. Danke, dass ihr den Chat noch am Leben haltet um diese späte Uhrzeit. Was ist denn hier für ein Partybus, Alter? Find's noch aktuell echt schwer. Bruder, ich kann gar nichts sagen dazu gerade. Es müsste Südamerika sein. Es müsste ein Land sein in Südamerika, was ich noch nicht so oft hatte. Und das schreit für mich ein bisschen... Gibt es irgendwas mit einem grünen Kreuz und rotem Ding? Nee, ne? Grünem Kreuz und rotem Ding? Cochabamba. Nee. EMS. Una Ciudad Limpa es Trabajo de Todos. Cholango. Oder, I don't know, ich geh Bolivien rein. Ja, hey, Papa, von der Stunde 18 geworden gut. Und du begleitest mich schon seit glaub 5 Jahren. Danke für deine Streams und alles drum und dran. Du verbesserst oh den Tag und dafür Let's go! Mal Danke sagen, kleiner Easy fucking clap! Ey, dir danke für die 3, Bro, und alles Gute zum Geburtstag, Mann. Feels Birthday, Mans, in Chat, Jungs. Und Mädels. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank, Mann. Und danke auch für die netten Worte, Bro. Boah. Dazu kann ich ja gar nichts sagen, Alter.
Also wir finden uns auf jeden Fall in Asien, oder? Ich meine, so viel ist klar, glaube ich. Ja, Feeling Thailand Indo. Ja, Thailand wäre jetzt auch mein erster gewesen. Aber alles, was so aussieht, ist... Es ist nicht Thailand. Es sieht nicht aus wie thailändisch, würde ich sagen. Hier ist Schrift. Ich würde sagen, es ist Indo. Lass uns für Indo gehen, Bro. Ich glaube, es ist Sri Lanka. Aber das kann auch sein, ja, das kann auch sein. Ja, ja, aber es ist auf jeden Fall nicht Thailand. So ganz rund. Sri Lanka. Geh mal ein bisschen, geh mal du nördlicher von mir. Ja. Hier so? Ja. Boah. Jo. Boss. Woran hast du gesehen? Die Schrift. Ich habe die Schrift jetzt auch gesehen. Wenn die Schrift so super rund ist, dann ist es Sri Lanka. Wenn du denken könntest, ist es thailändisch. Aber es ist nicht thailändisch, sondern die Buchstaben, wenn du dann näher drauf guckst, ist es halt sehr rund. Dann ist es Sri Lanka. Waisenhorn, das ist irgendwas deutschsprachiges auf jeden Fall. Ich glaube, das ist. Wir haben EU-Pleit. Ja. Rudolf-Waisenhorn-Gasse, Digga. Ja, also Deutsch. Ist Österreich. Österreich oder Süddeutschland? Es ist Wien, zu 100% Wien. Oh, scheiße, warum? Weil wir haben Zahlen an den blauen Schildern. Das hast du nur in Wien und Umland um Wien. Dass du so noch von den. Wie heißt diese Stadteinteilung in Wien? Bezirke, nee, Wie war es bei uns so, Bezirke? Ja, Bro, wie heißt es denn, Digga? Distrikte. So, das ist in Österreich, also in Wien ist das so. Wenn du halt so blaue Schilder hast an den Häusern und da ist es nochmal so einer Zahl vor dem Straßennamen, dann ist das immer Wien. Weil Wien ist so, ja, da... Digga, hier ist ein random ass Pferd, Bro, hier ist niemand anders. Hier ist einfach ein verficktes Pferd. The fuck, Digga? Jemand hat hier sein scheiß Pferd einfach geparkt. Brasilien? Brasilien, 100%ig. Wir haben .br. Lass straight up einloggen. Die gucken A-Stream. Wir sind wieder in Brasilien. Ah, Digga, ich bin muted, oh mein Gott. Ja, ich hab das gerade schon gesagt. Wir, ja, ich hab eingeloggt schon. Ich glaube, wir sind auch eher so an der Küste. Stark. Nice, die ersten richtigen Punkte, Digga. Schön. Kannst du ein Herz machen? Nee, auf gar keinen Fall, Abby. Nicht für dich, Digga. Nicht für dich, das ist kranke Scheiße. Nicht für den verfickten Cartman-Tag gerade. Okay, geil. Wir haben aber was NA-mäßiges. Summerside, Water Street. Was steht hier noch? Confederation Bridge. Das ist in Kanada, Bro. Dass dieses Ahornblatt auf diesem Straßenschild ist, weißt du? Das ist Kanada. Ich habe noch kein Straßenschild gesehen, mein Bester. Du hast da gerade eins vorgelesen. Ja, das war dieses Autobahnschild. Meinst du das? Ja, das meinte ich. Da ist so ein Ahornblatt. Das hab ich nicht gesehen. Ah, ist auf jeden Fall Kanada, ja. Ich sehe da hinten eine kanadische Flagge. Digga. Flashback an Our Place, Bro, wo die Kanadier ihre scheiß Flagge nicht hinbekommen haben. Digga, wo geh ich denn hin, Alter? Du kannst mal östlich, das ist diese. Guck mal, das ist diese 1 mit dem Ahornblatt, das ist die Straße, auf der ich bin. Du kannst östlich davon gehen. Geh mal östlich. Ja, so. Das passt. Ja. Oder für mich ist Kanada wirklich ganz, ganz viel nichts und dann 4 Städte. So stelle ich mir Kanada vor, Bro. Es ist einfach ein ganz super großer Ultrawald und dann 4 Städte, Bro. Ja, also. Du hast es gibt so Länder, da habe ich wirklich einfach keine Vorstellung, wie sie aussehen. Ich meine, Kanada halt ein bisschen, weil wir halt schon da waren. Aber so zum Beispiel Sri Lanka, Real Talk. Müsste Schweiz sein. Wir haben es gerade gesehen, schlechtes Beispiel. Hier ist eine Kuh. Auto, der guckt so streamen, ne? Du musst einfach was Falsches sagen. Ich gehe mal für so diesen hier. Wir sind halt im Flachen. Mongolei kann ich mir tatsächlich auch schon vorstellen, weil da war ich schon mal. Aber, sag mal ein Land, Bro. Mongolei sieht aus wie auf dem Mond. Indien. Einfach nur Kamera. Geh mal du bitte südlich von Neu-Delhi. Such dir mal wieder eine Stadt aus. Kannst du nächste Runde einfach mal einen Random-Ass-Take machen, der zwar sein könnte, aber der es nicht ist? Ich will kurz was überprüfen. Ja, aber Bro, die gessen halt schneller. Ja, genau, deswegen. Ich kann nichts Falsches sagen. Ich glaube, das ist Kanada wegen den roten Stickern auf den Autos. Mann, Bro. Hier ist Antenne am Auto, Bro. Das muss auf der Südhalbkugel sein, also perfekt, Kanada. Digga, wenn ich jetzt Kanada eingeloggt habe, Bro, Real Talk. Imagine. NZ am Ende, .co.nz, was ist das? Neuseeland, New Zealand. Okay. Stimmt. Hier Wellington.
Ja, gut. Glück gehabt, Herbert. Glück gehabt. Komisch, dass sie deinen Calls nicht geglaubt haben. Glück gehabt. Stimmt, das war der Paul, ne? Den habe ich noch nicht so super drauf. Bruder, sieht aus wie eine Baustelle, Digga. Wir sind auf einer ganz großen Baustelle. Sieht aus wie so ein Tagebau, Alter, aber als Land Edition. Ja, was? Fahren wir weiter, dann wird's oh, holy shit, PogChamp. Ich bin im neuen Biom, Alter. Basti GG-Video einfach. Bro, ich hab keine Ahnung, Mann. Asien oder. Nee. Nee, das ist nicht Asien. Das, nee, das ist so. Geh mal du ruhig meinetwegen nach Spanien, so. Portugal oder so. Oh, diese mäßige, okay. Ich würde jetzt eher hier so einen machen, so ein Montenegro. Ja, da hätte ich auch gesagt, eher. Ja, okay, also ich wäre. Nee, alles gut, ich wäre viel nördlicher. Ich wollte beides abkammern, weil es halt beides. Ja, check ich. Ja, Asien ist crazy. Ja, ich habe in dem Moment, wo ich Asien gesagt habe, so mir angeguckt, was da so abgeht. Kulkofanbe. Habe ich mir so angeguckt, was da so naturmäßig abgeht, Bro. Das ist. Finnland. Das war Quatsch. Ja, let's go, komm. Finnland, 100%. Ich gehe südlich, geh du nördlich. Allein nur, wenn du viele Birken siehst. Alter, wir haben sechsfachen Damage gerade. Oh, das könnte auch unser. Ich glaube, das war's. Boah, never mind. Von jetzt ein saftiges Comeback. Jeden Tag an fucking El Pony und El Pix. Du hast mein Leben zerstört, Pepo satt. Kickstreamer. Italien? 100% Italien? Fragt sich nur, welche Stadt. Nee, würde ich nicht sagen. Hier sind. Doch. Gibt es. Haben die so Accent de Gue so auf dem E irgendwas? Nein, hier ist Französisch, nee. Bro. Das ist nicht Italien. Nee, es könnte auch französische Plates sein, ja. Es sind französische Plates, 100%ig. Okay, sorry. Peinlich, what the fuck. Mit wem spiele ich hier zusammen? Ja, wir sind in Paris leider. Umland Paris. Ja, dann let's go. Geh du östlich davon. Ah, Leute, chillt. Ja, das war ein blau-blau Kennzeichen. Das gibt es sehr selten in Frankreich. Mann, Digga, ist doch scheißegal. Ich laufe doch nur scheiße. Nice! Oh mein Gott, das ist ein Punkt für uns, Bro. Wir haben gewonnen. Nee. So viel Damage ist es nicht. So viel. Ja. Boah, Alter, Runde 15, siebenfacher Damage. Er macht einmal Fehler, alle rasten aus, Harry Talk. Weißt du, er kommt vorher irgendwie. Oh mein Gott, den hatte ich letztens mit dieser. Oh mein Gott, mit dieser Kiste, wo ist der? Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Ich weiß es wirklich nicht. Ach du Scheiße, Bro. Das könnte. Ist das. War das hier. War das. Karibik? Nee, das war. Weihnachtsinsel. GG, I guess. Ja, das ist einfach nur den Truck, den kann ich noch nicht. Ja, die hatten die cooleren Skins, Bro. I guess. Alright, my man. Ich bin erstmal raus. Es hat Spaß gemacht, Kevin. Ja, war eine gute Session nochmal auf Late Night. Ich werde ja nicht war denken, wenn ich nochmal einen roten Klebezettel an der Ampel sehe oder so. Bro, ich will. Du wirst irgendwann. Ja, vielleicht nicht, aber. Bro, ich jogge nur rum. Ich finde das. An sich ist es übelst geil, weil man fühlt sich so crazy ahead, wenn du auf einmal sagst. Weißt du, man denkt so. Holy shit, weißt du, das ist so. Das ist so das Gefühl, wenn du so, gerade du hast ein wichtiges Ranked-Match bei Counter-Strike, weißt du, und dein, yeah. Dein Teammate fragt auf einmal so 40-3, Alter, und du hast so 9-14 und verkackst alles und denkst dir so, Bruder, es ist egal, ob ich treffe oder nicht, weißt du, ich meine, ich existiere einfach gerade, so, und das ist genau das Gleiche, Bruder, du callst halt einfach die fucking Antenne ist 6 cm lang, deswegen muss es irgendwie östlich von Russland sein. Und dann klicken wir das an, weißt du, ich meine, das ist sehr geil. Ja, also so dieser schwarze Sticker Malaysia, der ist halt wirklich, so ein Call ist halt so sick. Ja. Ich weiß halt nicht genau, ob ich das halt actually lerne, ich habe das Gefühl, das lerne ich nicht beim Spielen, sondern ich müsste mich, um das wirklich zu lernen, hinsetzen. Ich glaube, wenn du mich in einer Stunde fragen würdest, wo waren die Sachen, die wir heute gesehen haben, wüsste ich davon nichts. Ich glaube, aber es geht mehr so um so. Also ich glaube, so wie eine Sprache aussieht zum Beispiel, kann ich mir sehr gut merken. Aber sowas wie diese Informationen, die so ein bisschen nischiger sind, wie so. Das ist halt sehr nischig. Also weißt du, was ich meine? Sowas merke ich mir nicht, das weiß ich nicht. Du kannst nochmal auf ein Gebiet in einem Land, guck mal, was ich dir geschickt habe. Wenn du einfach irgend so eine Art schwarzen Sticker hast. Dann bist du einfach. Rita, ich habe jetzt schon wieder das Land vergessen. Ich weiß nicht mal, über welches Land wir gerade reden. Ich habe keine Ahnung. Malaysia. Okay, gut. Ja, frag mich nochmal 5 Minuten, dann werde ich es wieder vergessen haben. aber mir fallen auf jeden Fall, also Asian-Schriften fallen mir auf jeden Fall leichter.
Ja, da bist du gut. Ich glaube, Sri Lanka werde ich auch auf jeden Fall hinbekommen. Ich finde, man kriegt ein Gefühl für Pflanzen, finde ich. So, ja, so jetzt nicht, jetzt natürlich nicht so aufs Land genau, aber so ungefähr, sag ich mal. Weißt du so? Das ist auf jeden Fall so ein Ding. Also ich merke auf jeden Fall Improvement, aber ich glaube, um wirklich richtig gut zu werden, das werde ich nicht machen, aber dann müsste man sich hinsetzen und diese Dinger lernen. Hier, guck mal. So sieht zum Beispiel die Sprache in Sri Lanka aus. Also du checkst nicht meine... Ja, voll. Kannst du mir mal Indonesien-Sprache schicken? Ja, gleich. Also das... Also Bruder, die haben legit einfach einen Buchstaben, der sieht aus wie so ein Ad-Zeichen von so einer E-Mail-Adresse. Das ist Thailand. Ja gut, das ist nochmal deutlich... Ja, Thailand weiß ich. Thailand ist fucking easy, Bro. Ich war mit einer Thailänderin zusammen. Wenn ich das nicht könnte, wäre mega peinlich. Das kann ich. Das check ich. Ja, Indonesien ist ein bisschen... Indonesien hat lateinische Buchstaben. Ja. Indonesian Language. Und wenn du dir zum Beispiel, wenn du... Alter, okay, what the fuck? Wenn du zum Beispiel Englisch in Südostasien siehst, dann bist du in Philippinen. Philippinen hat meistens auf den Schildern sogar direkt Englisch. Okay. Wenn ich Englisch sehe in Asien, meinst du? Ja, Südostasien und, aber das kannst du nochmal, das kannst du dir mal merken. Dann noch Rechtsverkehr dazu, dann auf jeden Fall. Und Singapur auch Englisch anscheinend. Schreib Wilbo. Ja, also Singapur erkennst du zu 100%, Kevin. Wenn du Südostasien und wirklich halt in einer so modernen Stadt bist, boah, dann bist du. Singapur. Ah, das ist Singapur. Oh mein Gott, ich kenne dieses. Kennst du dieses Haus mit diesem Schiff oben drauf? Also, was so aussieht wie so ein Schiff? Singapur ist ein unfassbarer Land. Singapur ist richtig krass. What the fuck, Alter? Ja, Mann. Geht da irgendeine kranke Scheiße wie so in Dubai, dass sie irgendwie so menschenrechtsmäßig mega am Arsch sind? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Oder kann man das mal besuchen, Digga? Weil, Bro, ich glaube, Singapur so machen viele cool Leute aus. Urlaub auf jeden Fall. Singapur hat auf jeden Fall, glaube ich, Tourismus krass. Ich glaube, eigentlich weiß ich jetzt nicht direkt was, aber... Ich glaube, Singapur ist total safe. Ich meine nicht im Sinne von, ob man da sicher ist, sondern ich meine zum Beispiel in Dubai ist ja... Also, ich denke, ich weiß, was du meinst. Nee, wegen Chat, weil Chat gesagt hat. Ich glaube, ich muss jetzt nicht erläutern, was ich meine, oder? Dubai ist halt quarkig. Die haben alle SEA Taylor Swift Konzerte gekauft für 100 Mio. Was heißt SEA? Sieht auf jeden Fall... Also, Bro, Masha, also nur von der Optik her, Bruder, sieht es so fucking crazy aus. Southeast Asia? Wait, also gibt es nur in Singapur Taylor Swift Konzerte in Südostasien. Das ist krass. Bro. Ich kann dir so viel zum Beispiel sagen, das ist immer sehr krass. Ich bin ja oft bei Fußballauktionen oder so dabei. Ja, sobald für so jemand aus, oder so. Sobald jemand aus Singapur dabei ist, gehe ich sofort raus. Da habe ich keine Chance. Du siehst ja, aus welchem Land immer so Bieter sind, da, Bro, da muss ich wirklich, da muss ich Schere eben, da ist dann raus, da bist du raus. Check. Boah, ich will mal in so ein richtig modernes Land mal irgendwann. Ich will mal sehen, wie es ist. Was ist denn so, was würde man sagen, ist so das modernste, die modernste Stadt, die es gibt? Alter, ja, Bruder, guck dir, hast du meinen Stream gerade offen zufällig? Nee. Bro. Digga, imagine, du guckst aus dem Fenster und siehst das. Das ist schon, also Singapur ist das Bro, schon, glaube ich, ist schon das. Crazy, Digga. Das Erste, woran ich denken würde, wenn ich. Naja, was siehst du als modern? Ich meine einfach so sauber, gute Architektur, sieht irgendwie so rich aus, so von der Optik. Check dir, was ich meine, so Duisburg. Seoul. Da habe ich gar nicht so eine richtige Vorstellung, wie das aussieht. Boah, da finde ich aber, da sah gerade. Ich glaube, was krass ist als Singapur. Da sah gerade Singapur mir. Also, es kann jetzt halt dieser eine Screenshot gewesen sein, aber Bro, das ist ja kein Vergleich jetzt hier gerade. Also, da ist ja Singapur wirklich, also absolut, sieht ja absolut fresher aus, oder? Es leuchtet mehr. Ja, also ich meine, vielleicht ist es der bessere Shot einfach, aber so, Digga, Bro, das sieht so crazy aus. Das finde ich so geil an anderen Ländern. Zum Beispiel, das finde ich an L.A. so geil, dass die da auch einfach so, die haben so Bergregionen einfach. Das ist so ein bisschen bergig, das ist so ein bisschen Küste, das ist ein bisschen Großstadt einfach. Das finde ich, das fasziniert mich an L.A. so krank einfach. Ich habe das Gefühl, die haben alles, was es geil macht. Und das Wetter ist sick, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber leider ist halt... Kriminalität, Turbo-Arsch und Amerika ist halt ein Shithole allgemein. Weißt du, was ich meine? So, aber Bro, wenn es sowas in Deutschland geben würde, wäre so, also mit so deutschen, weißt du, was ich meine? Ich sag mal mit deutscher Healthcare einfach sozusagen. So, Digga, das wäre so fucking sick, Bro, what the fuck, da will ich instant hinziehen. Alter Schwede, Junge. Ja. Boah, das sieht so sick aus, oder? Voll. Digga, da durchlaufen, dann in so einen kleinen Shop rein. So Rahmen essen, Bro. Jeder sitzt so einzeln. Du schlürfst dir das Ding da rein, Bro. Guckst dir so ein Anime an oder so. Scheiße, Mann. What the fuck?
Da muss ich unbedingt mal hin. Alright, Bro. Ich zieh durch, Mann. Kevin, es hat mir Spaß gemacht. Es war ein Fest. Mir auch mein Bester. Wir hören uns. Wir hören uns. Schlaf gut. Ciao, ciao. Schlaf gut. Ciao, ciao, ciao.